Bühl. 0-7 Sieg, Tore von dich, riesiges Spiel von dich. Wie haben Sie das Spiel selbst gesehen? Ja, für mich war es natürlich toll, einen Einsatz zu bekommen und meine Leistung zu präsentieren. Ich denke, es war verdient, wir hätten noch ein, zwei Tore mehr schießen können. Und ich freue mich natürlich immer, ein Tor zu machen, aber die Mannschaftsleistung steht natürlich im Vordergrund. Ich habe ja auch mitgekriegt, das sind Ihre ersten Tore in die Bundesliga. Muss dich doch wahnsinnig freuen. Ja, natürlich. Ich glaube, es ist immer ein cooler Moment und ein schöner Moment, ein Tor in der Frauenbundesliga zu schießen. Wenn ich das heutige Spiel sehe, die ersten 10 Minuten waren noch ein bisschen schwierig, aber einmal der 1-0 da, dann hatte die Mannschaft eine riesige Leistung gebracht und es hatte eigentlich 0-10, 0-12 stehen können. Ja, natürlich. Ich glaube, man braucht immer so einen kleinen Schubser, um ins Spiel zu kommen, wenn es nicht immer ganz klappt. Aber wir haben es super hinbekommen und dann können wir auch zufrieden sein. Frage nach Freiburg. Das ist eine Mannschaft, die steht immer wieder da, auch wenn Spieler weggehen. Dieses Jahr sind eigentlich keine weggegangen, auch keine Leistungsträger, sind neue dazugekommen. Wird dann die Latte ein bisschen höher gelegt wie die anderen Jahre? Ja, ich denke, das kann man schon sagen, aber jede Spielerin für sich bringt ihren Teil in die Mannschaft und dadurch kannst du zu einer guten Saison und einer guten Mannschaftsleistung kommen. Und ich glaube, das weiß jeder in der Mannschaft und deswegen passt es. Okay, vielen Dank und dann wünsche ich dir ganz viel Glück mit Freiburg in die nächste Woche. Danke.